Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich möchte in dem heutigen Video ein bisschen auf die Oculus Gaming Showcase eingehen. Das war gestern um 0 Uhr ist das gestartet, das Ganze, oder heute eigentlich um 0 Uhr. Ja, kann man so sehen, wie man will, ne? Auf jeden Fall war es jetzt in der Nacht und das war mir einfach zu spät, um das zu streamen. Der Wecker klingelt um 5 Uhr, von daher habe ich gedacht, machst du heute eine Zusammenfassung nach der Arbeit und ja. Meine Idee ist jetzt hier von dem Video, ich gehe mit euch alle Trailer mal durch. Wir quatschen ein bisschen über jedes Spiel, gebe meine Meinung dazu. Ich habe auch zu jedem Spiel so ein bisschen Infos mir aufgeschrieben. Und ja, ich habe auch keine Trailer mehr angeschaut. Ich möchte das wirklich als First Impression machen und das mit euch dann zusammenschauen. Und ja, das habe ich mir so gedacht. Und im Vorfeld gab es ja schon Infohappen zur Showcase oder was Oculus da bald herausbringen wird. Es sind jetzt keine Mega-Überraschungen. Es gab zu Resident Evil 4 ja schon längere Zeit ein Leak, dass es für die Oculus-Plattform erscheinen wird. Da war noch nicht klar, kommt es für komplett Oculus oder nur die Quest oder nur die Rift. Aber jetzt ist klar, es kommt nur für die Quest 2. Also das ist seit einigen Tagen bekannt geworden. Quest 2 only und das ist sehr schade. Also es erscheint nicht für die Steam VR, nicht für PC, PS VR, nicht für den PC, sondern Quest 2 only, auch nicht für die Quest. Ist sehr schade. Aber ja, man kann Oculus da verstehen. Die wollen die Quest 2 pushen ohne Ende, wollen natürlich die Hardware auch verkaufen. Und ja, ob das Ganze zeitexklusiv ist, wissen wir noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nach einem Jahr auch eventuell Einzug in anderen Plattformen erhält. Aber ja, die Diskussion hatten wir bei Facebook heute auch. Da gab es ja Resident Evil 7, was nur für die PSVR da ist und bis heute nicht auf keiner anderen Plattform zu sehen ist. Und ja, da ist dann auch klar, okay, oder die Angst, dass es auch nicht mit Resident Evil 4 passiert, dass es nicht auf unseren PCs erscheint oder auf PSVR. Aber da muss man natürlich auch abwarten, was für Verträge hat Sony damals abgeschlossen, was hat Oculus heute abgeschlossen mit den Entwicklern. Von daher muss man da einfach mal abwarten. Dann war ein großes ja, Bedenken der VR-Community zu Lone Echo 2. Wird es eventuell Quest-only werden? Und die Befürchtung oder die Angst hatte ich auch. Ich habe mir jetzt nicht damit gerechnet, weil Lone Echo 2 einfach schon zu lange in der Entwicklung war für PC-VR, damit die das noch canceln würden. Ich habe eher damit gerechnet, dass die das für beide ja, Versionen rausbringen. Einmal für die Rift und einmal für die Quest-Plattform. Und ich habe das so, ja, ich habe es damit gerechnet, weil die Entwicklungszeit von Lone Echo 2 einfach immer wieder verschoben wurde und das so lange schon dauert. Ich habe gedacht, okay, die arbeiten zeitgleich an der Rift-Portierung und an der, ja nicht Portierung, an der Rift-Entwicklung und an der Portierung zur Quest 2. Und da die Lone Echo 1 ja dann auch für die Quest portieren müssten, ja, habe ich dann so damit gerechnet, dass es eventuell dann ja, verkündet wird, ja, Rift und Quest 2 von mir aus only, Lone Echo 1 und Lone Echo 2. Und ja, das ist jetzt nicht der Fall. Es kommt aktuell nur für die Rift-Plattform raus, also für PC, VR. Und ja, mehr Infos haben wir da nicht. Ich denke trotzdem immer noch, dass die zeitgleich an einer Portierung für die Quest 2 arbeiten, von beiden Teilen, Lone Echo 1 und 2. Das wäre für die Quest-Leute der Hammer, weil das ist von der Story, von der Atmosphäre her, ist das einfach sensationell. Und also meiner Meinung nach einer der coolsten Erlebnisse, die ich so mit VR auch hatte. Und das war ja einer der ersteren Titel für VR und Lone Echo 1. Und das ist so geil umgesetzt. Also da gibt es echt nichts zu meckern, meiner Meinung nach. Ich habe heute auch gelesen, einige Leute fanden es langweilig. Ich fand es super. Aber gut, Geschmäcker sind natürlich verschieden. Für mich ist es ein absoluter Must-Have-Titel. Okay, Leute, schauen wir uns jetzt mal die Trailer an, die es so gibt. Und da sind wir als erstes bei Lone Echo 2, also direkt der Hammer zum Anfang. Da schauen wir uns jetzt mal ganz kurz das Video an. Und erscheint für Oculus Rift und ja, Quest mit Link natürlich, wie hier steht. Oder jetzt auch Airlink. Und ja, schauen wir uns das Ganze an. Ich ziehe meinen Kopfhörer an und dann geht's auch schon los. Oh.
Ja, das war ein relativ kurzes Intermezzo, sage ich mal. Ja, das war der Trailer von Lone Echo 2, sehr, sehr mager. Aber was wir da sehen, ist echt verdammt, also verdammt gute Grafik, muss ich sagen. Mehr kann man natürlich jetzt da noch nicht zu sagen, was wir da sehen. Gut, wir haben so eine Art, ja, ich weiß nicht, was das hier sein soll. Soll das so eine Art künstliche Intelligenz sein, die da irgendwie, ja, keine Ahnung, übernommen wurde. Das sind ja diese komischen Teile, die wir schon aus Lone Echo 1 kennen, die überall sind, die, wenn die Energie ziehen, auch ja, leben und einem schaden können und alles einnehmen, was irgendwie Energie hat. Und ja, zur Story können wir jetzt noch nicht so viel sagen. Ich habe dazu gab es mal so ein VR-Erlebnis, so eine Art Lone Echo 2 Trailer, den man selber in VR erleben konnte. Habe ich auch ein Video zugemacht, werde ich auch mal in die Videobeschreibung packen und in die Infobox. Könnt ihr euch dann mal anschauen. Und ja, das war schon cool, schon ein cooles Erlebnis. Dass es dann so lange noch dauert, bis es dann erscheint, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Release soll diesen Sommer sein und ja, da freuen wir uns mal auf den Sommer, oder? Kommen wir zum nächsten Titel und das ist Resident Evil 4. Und da gab es dann auch ein neues Video zu, auch wieder nur 30 Sekunden. Und ja, das Ganze schauen wir uns jetzt auch mal an. Here's the scoop. We're bringing Resident Evil 4 to Quest 2 later this year. My colleagues at Oculus Studios are working closely with Armature and Capcom to rework the entire game for VR. Only on Quest 2 will you be able to play RE4 from Leon's first-person perspective. Stay tuned for more Resident Evil 4 updates in the lead-up to its launch on Quest 2 later this year. Gut, das zeigt jetzt auch nicht so viel, aber ja, Resident Evil 4 halt, jeder kennt den Teil. Sogar ich habe den mal gezockt, aber auch nur eine Stunde, glaube ich. Und ja, Quest 2 Only, das ist natürlich sehr, sehr schade, wie eben schon erwähnt, aber da müssen wir jetzt mit leben. Es gibt auch noch ein Video hier, Gameplay Overview. So, da haben wir das Ganze. Schauen wir uns auch noch kurz an. The most obvious differences between playing RE4 in VR and on console is the shift in perspective and interactivity. Only on Quest 2 will you be able to play RE4 from Leon's first-person perspective. And the touch controllers will allow you to interact with the world in a fundamentally new way from how it's played on console. For example, items and weapons have been re-engineered to become physical objects that players can interact with, so that you can pick up things like ammo, keys, and treasures, as well as load aim and fire weapons in VR. You'll also be able to switch weapons by grabbing them off your body instead of going into a menu. And you can wield separate weapons with each hand. Even RE4's famous menu is no longer a pause screen. It's an interactive tool. A ton of effort has gone into making weapon interactions smooth, satisfying, and responsive, including two-handed weapons like shotguns and rifles. Let's talk about the movement system now. We didn't want the shift from third to first person to change the fundamental way Leon moves or collides with the world. You'll still move in first person by using the analog stick, but Armature has added a full upper body rig on top of Leon's character to combine his movement with the dual-handed interactivity achieved with touch controllers. If you don't want to use the analog stick to move freely, Armature even added support for teleportation, as well as room scale movement so that you can explore the environment with natural motion. And of course, one of our top priorities is to ensure the experience is comfortably played while seated and with a ton of comfort options at your disposal to try out. As I mentioned earlier, RE4 debuted on GameCube 16 years ago, so you might be. Okay, dieses Video werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Wir haben jetzt schon einige, ja, tolle Sachen gesehen. Also wir haben wirklich einen
ein Inventar, was interaktiv arbeitet. Wir haben verschiedene Komfortfunktionen. Wir können Teleport, wir können Free Locomotion, wir können das Snapdon einstellen. Und wir haben eben gesehen, wenn man teleportiert, dann sieht man, dass die Figur auf einmal zu dem Teleportpunkt hinläuft und dass man dann wieder so hingebeamt wird. Und also für alle was dabei. Wir haben Gegenstände, die wir aufheben können, wirklich, die wirklich auch da sind. Und man geht nicht einfach drüber und sammelt die dann ein. Ja, zur Grafik muss man jetzt nichts sagen, ist halt Resident Evil 4 Grafik. Und sah aber echt gut aus. Ich habe auch nur Gutes gelesen zum Movement her und dass es echt fast schon so spielbar ist, wie, ja, als ob der Titel von Grund auf für VR entwickelt wurde. Also scheint ganz gut umgesetzt zu sein. Ja, das ist dann Resident Evil 4 gewesen und jetzt kommen wir zum nächsten Titel und das ist ein Horror-Game, Race the Oblivion Afterlife, und dieser Titel erscheint quasi heute schon für die Quest und Rift, am 25.05. dann erst für die Steam VR-Plattform. Also wir haben eine ganz geringe Zeitexklusivität, warum auch immer die jetzt gegeben ist. Ich denke mal, dass die da auch vertraglich irgendwas haben. Und den Trailer schauen wir uns jetzt auch mal an. Also viel Spaß. What is this place? What's the matter? Don't you recognize yourself? There was a seance of sorts, but here we are. Dead. You're different now. Your senses are more refined, sharper. What is dying good for if you don't adapt to it? Is that blood? Did you murder dear Rachel? Oh, the house won't let us leave. There has to be a way out somewhere. Welcome to the afterlife. Ja, das war Wraith, the Oblivion Afterlife, und das haben wir ja schon sehr, sehr oft in der News-Sendung auch thematisiert, das Game. Und wir sind halt da auch tot in der Geisterwelt, haben verschiedene Skills, sage ich mal, die wir freischalten können. Und wir müssen dann auch irgendwie gucken, dass wir da überleben. Wir werden auch von Geistern gejagt und so weiter und so fort. Und ja, sieht echt cool aus. Sehr, sehr creepy. Soundeffekte, Grafik sah jetzt hier auch gar nicht so schlecht aus. Und da bin ich mal auf die Vergleiche gespannt. Quest und Rift Gameplay natürlich. Und kommen wir zum nächsten Titel. Oder zum nächsten Update, das vorgestellt wurde. Weil jetzt kommen wir auch zum Update. Das ist The Climb 2. Und da gibt es einen Freestyle Expansion Pack. Und das ist auch umsonst kommt das raus. Wir haben 6 neue Level. Wir haben so eine Art Level, wo wir Rhythmusklettern machen müssen. Das habe ich jetzt so rausgelesen. Und schauen wir uns das einfach mal an. Und los geht's. Okay, ist halt ein Update, ein DLC umsonst, und sah jetzt nicht spektakulär aus. Man hat gesehen, dass die Teile, diese Griffe ab und zu mal verschwinden, mal wieder da sind, mit der Musik, glaube ich. Und
Ich fand es jetzt nicht mega überraschend oder mega super, denn ja, ich hätte mir jetzt echt gewünscht, dass da auch wirklich ja, richtig große Maps sind. Ne? Und das ist eher so eine, ja, also grafisch hat mich das jetzt nicht umgehauen. Das sah eher aus wie so eine Trainingsarena. Ne? Aber gut, wenn es umsonst ist, ist ja okay. Das stand jetzt auch, dass es auf PC gecaptured wurde und ja, Quest-Grafik zu Climb 2 könnt ihr euch, denke ich mal, auch beim Patrick anschauen. Die Zockstube hat es, glaube ich, getestet und da könnt ihr dann mal reinschauen. Soll ja nicht so wirklich gut aussehen. Okay, kommen wir zum nächsten Titel und auch einer meiner Lieblingsgames. The Walking Dead, Saints and Sinners. Und ich war so mega begeistert von dem Game damals, als ich getestet habe. Und das ist echt, ja, wenn man Walking Dead-Fan ist, ist das wirklich das Spiel, was man haben muss. Und ja, da kommt jetzt auch ein neues DLC raus. Soll wohl auch umsonst sein. Erscheint am 20. Mai. Und ja, erscheint für Quest, Rift, PSVR. Und ich denke auch mal für SteamVR. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, dann schauen wir mal kurz rein. Ach stimmt, sollen auch neue Story-Elemente kommen und neue Charaktere, die bisher auch noch überhaupt nicht da waren. Und ja, das Ganze heißt dann Aftershocks. High alert, all tower troops. Receiving reports of a large stockpile of supplies from... This can't be right. A large stockpile of supplies from the reserve. The whole thing is wired to blow. We'll smoke her out. Your lazy shit-heel attitude has cost us even more supplies. Heavy reclaimed presence looting National Guard cash. Bravo Company sustained severe casualties. Backup requested. Savage has had the presence of mind to walk off with the key to this cash. Got his legs blown off for the trouble. Shelter in the school to avoid our wrath. Oh, suckling pigs. Their screams will warn me. This time, lock it down before the tourist gets there. Ja, das ist Aftershocks. Sah jetzt cool aus. Ich denke, das wird mit Sicherheit gut werden. Ist halt Walking Dead, Saints and Sinners und ja, auch eigentlich ein Must-Have-Titel, muss man einfach sagen. So, jetzt kommen wir zu einem, ich denke mal, auch Must-Have-Titel, denn das Game wird auch Co-op Crossplay haben und ja, da freue ich mich drauf. Das soll auch wirklich SteamVR, Rift-Plattformen, Quest-Plattformen, das soll alles miteinander spielbar sein und das ist cool. So kann jeder mal, der SteamVR hat und der kennt jemanden, der Quest, die Quest-Plattform hat, der kann zusammen zocken und ja, das ist After the Fall und darauf freue ich mich echt mega. Das ist von den Machern von Arizona Sunshine, das kennt ja auch jeder und ja, jetzt schauen wir uns den Trailer an. I think we've got incoming. Be on your guard. Let's go. Eater, nearby. Get down! Incoming! Time to shine! Ja,
Ja, Leute, das war After the Fall und ja, hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, das zu sehen. Also teilweise echt mega viele Horden. Erinnert natürlich jetzt sehr an Left 4 Dead, weil da konnte man ja auch mit vier Leuten zusammen den Koop-Modus spielen. Und ja, bei After the Fall haben wir aber, glaube ich, auch noch die Möglichkeit, Waffen zu craften. Also ich habe, glaube ich, mal ein Video gesehen, da war so ein komischer Automat und da konnte man dann Upgrades dran an die Waffe bauen und so weiter und so fort. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, sage ich mal, und da irgendwas zusammenwerfe. Aber ich glaube, das war bei After the Fall so. Und ja, ist von den Vertigo Games und die wissen auf jeden Fall, wie VR-Spiele gemacht werden. Ja, das Wichtigste ist echt dieses Crossplay, das finde ich echt super. Und ich bin auch gespannt, wie das auf der Quest aussieht, denn das war jetzt auch wieder PC-captured und das sah natürlich ganz gut aus. Sound hörte sich auch gut an, wenn das auch wirklich der Spiele-Sound jetzt war und nichts Nachbearbeitetes. Und ja, auch mit diesem Hall in dem Gebäude. Und ja, viel Action. Gefällt mir. Weiter geht's. Und da sind wir bei Star Wars und Star Wars Pinball. Und Star Wars Pinball erscheint am 29.04. auf allen Plattformen Quest, Rift und auch Steam VR. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, um was es sich da geht. We at Zen Studios are thrilled to bring you Star Wars Pinball VR. Collecting our favorite Star Wars tables, classic and brand new, for the best virtual reality pinball package in the galaxy. All set within a true Star Wars fan's ultimate dream layer. We can't wait for you to play all 8 tables featured in Star Wars Pinball VR, including 2 brand new ones built from the ground up specifically to debut as VR tables. Of course, how could we not do The Mandalorian? It covers highlights from the entire first season. Also created to debut in Star Wars Pinball VR, Classic Collectibles is a really unique concept meant to evoke the nostalgic feeling of playing with old Star Wars toys. Meanwhile, we've overhauled our 6 classic tables to fit into virtual reality. Star Wars Pinball VR requires you to choose whether you favor the light or are perhaps drawn to the power of the dark side of the Force. A choice that contributes to an online galactic high score tug of war. Star Wars Pinball VR occasionally offers playable mini games, which were fun the first time around, but they really shine in VR. Being huge fans ourselves, we didn't want to stop the immersion with awesome pinball. We wanted a whole huge entire room most of us could only dream of having. We call it the Fan Cave. You'll have a chance to customize all the memorabilia to your liking. You're able to move in here yourself on April 29th, when Star Wars Pinball VR is finally available. Thanks for joining us, and may the Force be with you. Ja, das war Star Wars Pinball VR und sah echt cool aus, also hat mir jetzt gefallen. Ich habe früher Flipper schon immer gerne gezockt an richtigen Automaten und das sah echt gut aus. Und ja, wir haben die Möglichkeit, diesen Raum komplett zu dekorieren mit allen Star Wars Artikeln, die es da so gibt. Wir haben ja gerade gesehen, man kann das ändern, man kann dann auch Figuren aufstellen und wir haben kleine Minispiele, die wir da auch gesehen haben, wo wir einmal Darth Vaders Schwert abwehren müssen. Und ja, überall fliegen auch immer kleine Sachen rum von Star Wars. Also echt geil. Also ich fand es jetzt cool und ich bin gespannt auf diesen Titel. Und ja, 29.04. ist nicht mehr so weit entfernt. Und ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich so gut ist oder ob das der Trailer einfach nur gut gemacht ist. Aber ich glaube, das wird schon echt gut sein. Und wie ich jetzt richtig verstanden habe, sind das 8 komplette Tische, also Flipper-Tische und alle halt im Star Wars-Setting. Cool, also gefällt mir. Dann kommen wir zu einem Titel, der mir damals auch mega Spaß gemacht hat und das ist I Expect You to Die. Und da gibt es jetzt bald eine Fortsetzung. Die soll dieses Jahr erscheinen, 2021, ist noch nichts Genaueres bekannt, wann das sein wird. Wird aber auch für alle Plattformen erscheinen, für Steam VR, für PS VR, für Rift, für Quest, also echt cool. Und das ist ein Titel, der auch perfekt für Anfänger ist, die kann man einfach da hinsetzen und ja, rätsel mal. Ist halt ein Escape Room Game, wir sind ein Agent und müssen halt gewisse Sachen erledigen. Und ja, schauen wir uns jetzt mal den neuen Trailer an. Ist jetzt auch nicht lang, 40 Sekunden, 39, aber vielleicht sehen wir was Neues. Welcome back, Agent. It's time to get back into the field. There's been an uptick in Zoraxis activity.
So, you've got a lot of work to do. We're counting on your skill and cunning. In this time, Agent, you must be ready for anything. Or anyone. From one imposter to another, break a leg. Ja, Coming 21 und ja, wie gesagt, das ist ein echt Megatitel, auch meiner Meinung nach Must-Have-Titel. Ich habe das echt super gerne gezockt und man stirbt sehr oft in dem Game, weil man echt herausfinden muss, was muss ich hier machen. Jede Sache, die man da benutzt, kann schon der Tod bedeuten. Also echt Mega-Game, für mich auch Must-Have-Titel und ich freue mich auf den zweiten Teil, den werde ich definitiv auch zocken und ich denke mal sogar, dass ich da auch einen Livestream von machen werde. Okay, gehen wir weiter und jetzt sind wir bei Warhammer Battle Sisters und da gibt es jetzt ein Update von, also ein Koop-Multiplayer-Update, was auch umsonst ist und das Ganze bekommt jetzt auch Crossplay, Crossbuy und die Rift-Version ist jetzt auch erschienen im Rift-Store und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Sororitas will cleanse this place. Ja, sah auch cool aus. Ich habe es selber nicht gespielt, Battle Sister. Aber ja, als Koop-Game, also ganz ehrlich, VR-Games müssen Koop unterstützen. Also meiner Meinung nach muss fast jedes Game Koop unterstützen. Weil es, also sowas würde mir jetzt alleine, glaube ich, nicht so viel Spaß machen, aber zu zweit mit Sicherheit. Und ja, ist auch ein freies Update, finde ich cool, dass sowas dann umsonst rauskommt. Und ja, kommen wir zum nächsten Titel. Und das ist ein Update zu Pistol Whip, Smoke and Thunder heißt das Ganze. Und ja, schauen wir uns mal an, um was es sich da geht. So you're the scoundrels calling yourselves Dynamo, huh? Well, I think I might just call you dead. Coming for you, Tess. Ich sag mal, die haben nicht gegeizt mit Spielszenen, ne? Ja, das war jetzt Pistol Whip DLC, auch umsonst. Smoke and Thunder wird auch für Quest, Rift, Steam VR, PS VR und so weiter erscheinen. Also für alle Pistol Whip-Freunde da draußen natürlich interessant. So, kommen wir zum nächsten Trailer oder zum letzten Trailer. Danach gibt es nur noch eine kleine Info. Und das ist Carve Snowboarding. Und mir hat das gar nichts gesagt. Soll Quest-only rauskommen. Mehr ist da auch nicht bekannt. Und ja, schauen wir uns den Trailer mal an. Okay, das war Carve Snowboarding und ja, das ist von den Entwicklern 1080 Snowboarding und das ist ein älterer Titel, habe ich gelesen, aber sagt mir auch absolut gar nichts. Aber zu dem Gameplay jetzt hier, sieht arcadehaltig aus, das Ganze,
denke ich, aber macht mit Sicherheit Spaß. Hat mich jetzt sehr an Powder VR erinnert, was ich auch letztens getestet habe. Aber kann mit Sicherheit auch ein guter Titel werden hier, Carve Snowboarding und für die Quest ja sowieso, ne? Und ja, mehr ist da auch jetzt überhaupt nicht bekannt, kein Release-Datum oder sonst was. Und ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. So, und dann haben sie noch angekündigt Star Wars Tales from the Galaxy Edge Part 2. Und ja, da gab es dann halt nur diesen kleinen Text und ein Bild. Mehr gab es da jetzt gar nicht. Und die Seite werde ich auch mal verlinken, ist die originale Oculus-Seite, was die da alles gezeigt haben. Hier haben wir nochmal die ganze Showcase, den Livestream. Und hier haben wir die ganzen Trailer, die ich mit euch jetzt hier geschaut habe. Und ja, das war es eigentlich jetzt zu dem von der Oculus Showcase. Und jetzt können wir mal rübergehen zu ja, dem kleinen Fazit, sage ich mal. Und ja, also ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. Ich habe mehr Gameplay erwartet. Also es war jetzt die erste Showcase. Und es gab ja vorher sonst immer nur so eine, ja, diese Oculus Messe, sage ich mal, wo dann alles angekündigt wurde, oder Facebook-Messe auch. Und jetzt haben sie extra eine Gaming-Messe, ne? Ist ja jetzt nur ein Livestream gewesen. Ich habe echt damit gerechnet, dass wenigstens mal zu jedem Spiel mal so 5 Minuten Gameplay gezeigt wird und nicht nur 30-Sekunden-Trailer oder 40 Sekunden, ne? Also fand ich jetzt nicht so toll. Das Längste war, was man jetzt von Resident Evil 4 sehen konnte, ne? Mit ein bisschen Gameplay und diesem 5-Minuten-Video da. Ansonsten war das halt sehr dürftig, was die Showcase da jetzt gezeigt hat. Überraschungen? Jetzt nicht wirklich. Ne? Wir haben ein paar Updates zu den ganzen Spielen, die wir jetzt hier gesehen haben. DLCs. Gut, Race The Afterlife wird ein richtig cooler Horrortitel mit Sicherheit. Da, das ist aber jetzt keine Überraschung gewesen. Wir haben hier auch keinen Release. Ne? Also, ja gut. Heute ist der Release, aber SteamVR halt nicht. Aber Oculus hat gesagt, okay, heute ist der Release für Race Afterlife auf der Oculus-Plattform. Aber auch Resident Evil 4 kein Release, Lone Echo ja irgendwann im Sommer. Da gibt es jetzt auch keinen richtigen Zeitplan. Da habe ich jetzt eigentlich auch damit gerechnet, dass die ein bisschen mehr vom Gameplay zeigen und nicht nur diese ganz kurzen Ausschnitte, die wir da gesehen haben, fand ich jetzt nicht so doll. Ja, After the Fall war jetzt auch keine mega Überraschung, dass das da rauskommt. Überraschung ist, dass es Crossplay hat, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es zu allen Plattformen Crossplay hat. Das hat heute das habe ich heute vom Hoshi gehört, denn der hat bei Twitter wirklich nachgefragt und die haben das dann mit Ja bestätigt. Deshalb weiß ich das, ich habe sonst auch noch nirgendwo gelesen, außer jetzt bei Twitter. Also danke Hoshi dafür nochmal, und wer den Hoshi nicht kennt, ist unten verlinkt unter Freaks. Also der Freaks-Link steht unten in der Beschreibung, also gerne mal raus draufschauen. Da sind auch noch andere gute YouTuber verlinkt, ja, mit denen ich sehr, sehr eng zusammenstehe und Kontakt habe. Das sind halt die Freaks. Ja, gut, dann hatten wir noch Star Wars Pinball VR. Cooler Titel, also mit Sicherheit wird es ein witziger Titel, aber ob das jetzt eine mega Überraschung ist, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir auch nur noch I Expect You to Die, was auch schon klar war. Also die meisten Sachen, die jetzt rauskamen, habe ich vorher schon von gehört, dass daran gearbeitet wird und dass das auch erscheint. Einzige, was ich überhaupt nicht auf der Liste hatte, war jetzt dieses Snowboard-Game, Carve Snowboarding. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Das habe ich auch noch nie irgendwo gehört. Von daher, ja, gut. Also alles in allem muss man sagen, eher ernüchternd als Woo-Hype, ne? Positiv, Lone Echo 2 wird es für PC-VR geben, wird kein Quest-Only-Titel, da habe ich echt Angst gehabt, aber den würden wir definitiv dann im Sommer 2021 auf dem PC genießen können und ja, alle anderen Leute dann natürlich mit der Quest über Link-Kabel oder über Airlink. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die kleine Zusammenfassung hier ja, gefallen. Und wenn ihr bei jeder Messe oder sowas so Zusammenfassungen von mir sehen möchtet, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt hier fandet. Und ja, natürlich Like nicht vergessen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt,
würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Würde mich extrem weiterbringen, weil Abos sind halt mega wichtig für, ja, besonders für die Entwickler, für Testkeys, die machen sowas an Abos und an Views fest. Von daher muss man natürlich immer weiter wachsen. Und das habe ich jetzt erst bei Race the Afterlife gemerkt, weil da kriege ich keinen Key spendiert. Die haben ganz komische Regeln. Also egal welches Land, man braucht 4000 Views durchschnittlich, damit man da überhaupt was bekommt. Habe ich nicht. Werde ich auch wahrscheinlich nie kriegen, aber so kriegt man dann den Testkey natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, dann würde ich mich natürlich darüber freuen. Und falls ihr dann abonniert habt, Glocke nicht vergessen, ne? Dann kriegt ihr immer Push-Nachrichten, wenn es mal einen Livestream oder sonst was gibt. Okay, Leute, das war's dann für heute erstmal und oder für dieses Mal. Gleich gibt es noch heute Abend gibt es noch einen Livestream. Da werde ich mit dem Chris Reality zusammen ein Interview führen mit dem Orkana Konflikt Entwickler, der Adam. Und wenn ihr Bock habt darauf, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch dabei seid. 2015 geht's los. Werde ich auch in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.